Herzlich willkommen hier bei Spielrausch und zwar bei Sea of Thieves. Ja, wir haben es hier direkt mit einem Hai zu tun. Und ja, was soll ich dazu sagen? Autsch! Wir müssen direkt mal hier in den Keller gehen vom Schiff. Oh Gott, jetzt hat er uns richtig erwischt. Die Ratten versuchen schon das sinkende Schiff zu verlassen. Können ja auch nirgendwo anders hin als ins Wasser. So, und nein, wir haben eigentlich vor, was ist denn hier los? Jede Insel zu bereisen. Und alles, was bis dahin passiert, müssen wir halt in Kauf nehmen. Also das bedeutet, dass wir alles mitmachen, uns stellen. Ja, und so fängt es halt an, dass wir hier schon den großen riesigen Megalodon entgegentreten müssen. Oje, 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 ich sterbe. Halt ich an irgendwas fest? Ja, bevor der eintrifft, möchte ich schon gerne, dass ich mich irgendwo dran festhalte. So, noch irgendwo ein Ding. Ich habe überhaupt keine Chance, mich zu wehren, richtig. Das sieht schlecht für uns aus, meine Freunde. Ich muss mal was essen und der hat nichts zu essen im Leib. Ich habe mich auf nichts vorbereitet quasi. Das ist das Schlimme daran. Essen. Schiff flicken. Oder? Wo ist der Schweinehund? So, jetzt drücke ich mal ein paar Raketen. Kanonen. Ich treffe noch nicht mal. Ich bin tot, Leute. Ja, wie gesagt, wir bereisen jede Insel. Wir haben es zumindest, also ich habe es zumindest vor. Und dann am Ende zu sehen, was dann wirklich passiert, was wir als Belohnung bekommen, etc., etc. Ja, und das Schiff wird verloren sein, denke ich. Und somit werden wir dann unsere Reise fortsetzen. Ja. So, nehmen wir noch schön hier das Feuerchen des Schicksals mit, damit unser Bötchen gleich schön aussieht, ne? Hey, Captain, alles fit? Ja, hier müssen wir auch nochmal vorbeigucken. Das Schicksal der Morningstar. Das hatte ich ja damals schon beendet. Ein paar Kollegen, ja, die heutzutage nicht mehr mitspielen. Oh, wir sind tatsächlich noch dran, aber das können wir eh knicken. Da gebe ich mal ganz schnell auf, weil der greift gleich schon wieder an. Dann war es das. Irgendwo die Löcher zu sehen, das ist auch nicht gerade einfach. So, ich habe alle Hände zu tun. Ja, war mal ein Treffer. Wenn man ihn zweimal trifft, bevor er uns beißen kann, dann wendet er sich ab, aber das muss er erstmal schaffen. Ja. Komm, ich muss mich beeilen. Irgendwie nimmt er kein Wasser auf, ne? Habe ich so das Gefühl. Einfach mal den Arsch zusammenkneifen und komm. Habt ihr gesehen? Genau sowas meinte ich. Da wendet er sich nämlich ab.
Und das ist, ja. Das ist dann am Ende genau das, was wir brauchen. Komm her, du Drecksack. Ach, scheiße! Ja, das sollte man dann noch schon haben. Okay, und dann auch mit der Pistole ruhig schön drauf schießen. Einfach mal ins Wasser. Na, man hat irgendwann getroffen. Komm, 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 komm! Ja! Ja! Wir haben ihn abgewendet, wir müssen aber trotzdem mal gucken gehen, wie es aussieht hier. Sieht gut aus. So, vorsichtshalber mal ein bisschen Holz nehmen. So, nachladen. Und dann direkt zum Angriff rübergehen. Pistole! Money! Wir haben ihn erledigt! Wir haben ihn Tatsache erledigt, meine Freunde! Megalodon bezogen! Logbuch aktualisiert! Ja, das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass wir das so schnell hinkriegen. So. Wollen wir mal direkt das Schiff ein bisschen drehen. Ja. Ja, das ist ja mega! Mega! Jetzt tauchen nämlich gleich die Schätze auf. Und damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Oh Mann. Da ist... Ja, gucken wir uns mal eben an. Komm, schnell. Zack, zack. Ah, da kommen schon die Schätze hoch. Ja, da werden wir unser Schiff erstmal hinordern. Oh. Andere Seite. Oh. Jetzt müssen wir allzu viel schwimmen immer. Das ist ja unnötig, ne? Oh. Fahren wir mal ein bisschen näher ran. Perfekt. Oh, da sind wir ja schon. Na, was liegt denn hier so einiges? Hier liegt ja so einiges, ne? Oh, lecker Haifischfleisch. So. Einfach mal hier so zack, zack. Ne? Einstecken. Was war das denn? War das ein Hai? Alter. What? Habt ihr gesehen, diese Drecksau, die wollte mir eine Pumpe? In den Po, Also. Dann müssen wir das doch mit der Pune machen. So ein Scheiß. Aber egal, dann lernen wir das auch. Und, ja. Was soll ich dazu noch sagen jetzt, ne? Warum auch nicht? Wofür haben wir sie denn? Ne? Oh. Blöder Hai. Böser, böser Haifisch. Ja. Oh. Geht auch schneller, muss man mal sagen, ne? Ja.
Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir wollen mal eben eine Banane essen. Nee, das nicht. Ich meinte, wir wollen jede Insel bereisen, damit wir das nachher... auch gut geschrieben kriegen, dass wir jede Insel bereist haben. Ja. Angereist haben, noch eine Banane essen. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Na gut, Haifischfleisch. Ah ja, so. Das kann er aber nicht! So. So viel Stäbe brauche ich im Leben nicht. Ne, da war ein Schuss ins Leere. Jawohl. Und das wird ja alles im Logbuch festgehalten, wenn wir jede Insel bereist haben. Ich sag jetzt mal bereist. Das war's, ne, Leute? Oder seht ihr da noch irgendwas? Naja, so eine große Ausbeute war das jetzt nicht. Da gab es mal ein bisschen mehr. Naja, auf jeden Fall haben wir hier so einiges jetzt abgegriffen für den Anfang unserer großen, weiten Reise. Jede Insel zu bereisen. So, das hört sich halt auch besser an. Ja, hier mit den Dingern kann man sich gut wehren halt gegen andere Meereskreaturen, sage ich mal, ne? Was ist das denn? Ein bisschen frei. Ja, schön. So, ja, ne? Und ich habe mich ja aufgemacht, ohne ein bisschen was zu holen an Proviant oder etc. etc. Wir werden jetzt erstmal Haifischfleisch essen und braten vor allen Dingen. Ganz wichtig, auch für den Eintrag, für den Erfolg. Ja. Kann ein bisschen dauern, sehr wahrscheinlich. 4 bis 6 Wochen später. Ja, und da haben wir unser erstes Megalodon-Fleisch fertig gebraten. Dann nehmen wir es auch mal direkt an uns. So. Monsternahrung zubereitet. Und wir werden es auch essen. Dann sehen wir mal, was passiert. Boah, einen halben Totenschädel voll. Ja, dann schaffen wir einen ganzen Totenschädel. Und das bedeutet für uns, dass wir... gut gestärkt sind und so haben wir auch haben wir eine gute Chance, uns gegen andere Spieler zu bewähren, weil die meisten haben den Schädel drumherum nicht mit ja, mit Leben voll. Was haben wir denn sonst noch hier in den Kisten? Ja, gar nichts, weil ich habe ja nichts geholt gehabt. So, wir werden jetzt erstmal die Insel dort hinten bereisen. Wo ist sie? Haben wir uns schon wieder gedreht, da hinten sehe ich ein Schiff. Welle, geh doch mal weg. Oh, Welle. Huhu. Darf doch nicht wahr sein. Na komm, schleich dich. Ach, das gibt's doch nicht. Haben wir uns schon wieder gedreht? Eine Tatsache. Nach Oldsholz Atoll müssen wir. So. Und das liegt westlich, nordwestlich. Nein, dann warten wir jetzt. Wir drehen mal eben das Schiff nordwestlich Richtung. So. Ja, da hinten ist doch ein Schiff, ich sehe doch. So,
Ich habe das Schiff auch nicht aufgemotzt. Nein. Oh, die Ratten huschen hierher. Oh. Wenn das Stückchen gleich fertig ist, dann können wir weiterfahren. Nicht wahr, meine Freunde? Jedet euch! Ja, so sieht eine Piratenlegende aus. Oh, hervorragend. So. Das ist ein Geisterschiff, verdammt meinst. Wir haben uns schon wieder gedreht. Kann nicht wahr sein, ne? So. Dann fahren wir mal los, ne? Unsere erste Insel, die wir betreten werden. Auf die Hoffnung, dass wir da noch einen Logbucheintrag kriegen werden. Um das dann abzuhaken. Für uns, dass wir das haben. Mit denen möchte ich mich eigentlich nicht anlegen gerade. Oh, volle Fahrt. Sharkbait Cove. Wir müssen aber leider zur anderen Insel, die etwas kleiner sehr wahrscheinlich sein mag. Aber ist egal. Alles für den Logbucheintrag. Ne? Jede einzelne Insel werden wir abfahren. Auch wenn es nicht am selben Tag ist. Da brauchen wir bestimmt Tage für. Ja. Aber das ist mal eine Herausforderung. Und eine, die ich noch nicht habe. Vor allem. So, gucken wir mal schnell. Also, wir fahren mal ein bisschen so in die Richtung und dann nördlich. Will so ein bisschen mal das Schiff aus dem Weg dahin gehen. Okay. Also ich muss sagen, Rare hat sich wirklich hier bemüht, ein ordentliches Piratenspiel auf die Beine zu stellen. Und es werden noch mehrere Inhalte kommen. Viel, viel bessere Inhalte. Das Spiel ist auch ständig in Entwicklung. Genau, so muss es auch sein. Ne? Und das ist ein Megaspiel. Ein Megaspiel. Weil, seht euch mal das Meer an. Das ist so genial gemacht. Oh, und der Sonnenuntergang. Ah, einfach lecker. Ja. Ja, wir sind gerade auch Botschafter für Athenes Segen. So, und dann werden wir uns mal... Bin ich ja mal gespannt, ob wir das mit der Insel da schon hatten. Wenn wir später in die Gewässer von Devil's Roar kommen, wird es richtig heiter. Hier zum Beispiel. Ja, bei Ashen Reach. Da werden uns die Lavabrocken nur so um die Ohren fliegen, denke ich. So, halbe Kraft voraus.
Gucken wir mal ein bisschen Segel ein. Dann fahren wir ein bisschen näher ran. Holz, Holz, Atoll. Jawohl. Dass hier keine Sandbank ist. Und hier werden wir mal ein paar Schätze vergraben. Ja. Hier werden wir jetzt Schätze vergraben. So. Das sollte reichen. Wir werden nicht nur Schätze vergraben, wir werden auch Schätze finden, so wie mir das aussieht. Bisher sehe ich kein Unhold und erstmal sehen, ob wir hier schon mal waren. So, erst nochmal auf die Karte stieren. Ach, da ist noch eine andere Insel. Wir hätten erst mit der anfangen sollen. Na gut, die nehmen wir uns als nächstes vor halt, ne? Wir grasen jede Insel ab. Und das sind einige, meine lieben Damen und Herren. Mal gespannt. Ja, natürlich werden wir auch irgendwo mal Halt machen an meinen Außenposten. Dann werden wir unser Schiff mal ein bisschen verschönern. So oder so. Wird es was. So, wir nehmen mal hier so einen Stab mit. Falls uns so ein ekelhaftes Krabbentier entgegenkommt. So, das heißt, wir waren hier schon mal. Sonst hätten wir jetzt ein Inselbuch-Logbuch aktualisiert. Ja, das ist aber, wir waren schon mal hier. Sonst wird da stehen, dass wir hier noch nicht waren. Und deswegen, ja, Hut ab. Ne? So, und ja. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt, dass wir hier unsere Schätze erstmal vergraben werden. So. Wir fangen mal direkt mit dem gerstigen Kopfschädel an. Ja. Wiedersehen. Und zack. Und tschüss. No!